Hey Leute, was geht denn hier ab? Was macht denn hier für einen Lärm? Winterschlaf. Winterschlaf, ich gebe euch gleich Winterschlaf. Ihr seid die Filmfressen. Wo ist der Jahresrückblick? Alle haben einen Jahresrückblick gemacht. Wir haben mitten im Jahr, der Januar hat angefangen. Und was macht ihr? Jetzt hört auf zu lachen und kommt endlich aus den Buschen. Ich glaube, es geht los. Die Leute wollen was sehen hier. Prost, Peter. Prost, Manu. Und Prost, Filmfressen-Freunde. Es ist endlich soweit. Ja, hier sind unsere Tops und Flops des vergangenen Filmjahres 2018. Wir besprechen, was wir geil und was wir schlecht fanden. Und ich muss sagen, ich fange mit den Tops an. Sehr gut. Ja, also top auf jeden Fall für mich die Filmfressen. Ja, geil. Habe ich auch gewählt. Ja, für dich Ja, auch auf top jeden und so. Fall. Ja, super. Ah, egal. Stark. Ja. Gut, dann sind wir schon mit den Tops durch, glaube ich. Was haben wir denn? Haben wir auch noch ein paar Flops? Ich hätte auch noch ein paar Flops, aber meinst du jetzt so Filmkritiker auf YouTube hier zum Beispiel oder wie meinst du? Ja, im Prinzip Filmkritiker. Oh, da gibt es auch schon echt ein paar schlechte. Besonders schlecht finde ich ja. Das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Freut euch mit uns auf den Jahresrückblick 2018. Das Video mit den Tops und Flops folgt in Kürze. Es kommt bald. Prost. Bis demnächst.